meinen Zugaben. So. Aber ich habe den einfach vorher schon mal bedanken. Und der Satz, der hat mich voll beeindruckt. Ein Fremder ist nur ein Freund, den man nicht kennt. Hier wurde schon rumgerätselt, wer ist denn die Fenster drin? Ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja schon gehört, Fenster, Türen und Treppen. Physiotherapeut habe ich ihn da. Ja, aber da sind noch andere. Vielleicht stellt der Chef mal alles vor oder jeder sich. Nein, natürlich, machen wir es. Unser Trommlerjunge Uli. Ja, wurde mitgebracht von seiner Frau Christa. So, und unsere Ramona. Also, wer noch ein bisschen Massage braucht, haben Sie ja schon vielleicht hinten auf der Bestellliste seinen Namen erfahren? So, die Dame mit dem zauberhaften Lächeln ist unser Rita. Links von mir der Holzwurm, das ist mein Sohn Carsten. Ja, ich sag noch kurz was an. Wer nochmal diesen schönen Blick hier genießen will, Heiligabend, es liegen hinten noch Gemeindebriefe. Ich habe die Zeit nicht im Kopf, wir sind bei 5 Gottesdiensten. Ich glaube, hier ist es 2:45. Ich kann es nicht genau sagen. Fragen Sie Pastor Behrens oder gucken Sie den Gemeindebrief. Er guckt jetzt selber erstmal nach, denn das sind 5 Gottesdienste, also das kann man nicht alles im Kopf haben. Und Silvester ist genau, das ist etwas später. Da können Sie auch nochmal kommen, da sitzen wir hier vorne. Alle, nicht alle, aber viele Stühle kommen nach vorne. Inzwischen kommen aus der ganzen Gegend Leute, die diese Silvesterandacht unter den beiden Weihnachtsbäumen und der Krippe genießen. Ja, ich habe vorhin gesagt, das ist alles heute hier umsonst. Umsonst ist sowieso nichts. Das ist ein schlechtes Wort. Das ist alles geschenkt, das wird auch missbraucht. Das wird, aber heute ist geschenkt, um positiv zu sehen. Und ja, also wenn Sie möchten, dürfen Sie, denn ich habe vorhin gesagt, soll ich Kollekte sammeln, um das noch umzubringen. Oder macht ihr das? Und dann wurde mir vorgeschlagen, die zwei Damen stellen sich da vorne nachher hin, lassen Sie bitte erst durch. Und bei mir würden Sie bestimmt nicht so viel reintun, als wenn Sie den beiden in die Augen würden. Und vielleicht zur Deckung der Unkosten, wir haben gestern Morgen halb 10 die Kirche geheizt. Hier waren 4 Grad drin, ich schätze mal 10 sind es leer geworden. Also es ist auszuhalten. Ja, ansonsten denke ich, ist ja nicht so sonst, da kommt man von hinten die Weihnachtsfrau. Ich wünsche mal